JFT, just fair and direct. So, einen wunderschönen guten Morgen zum Livestream DAX Long oder Short. Wir haben den 15.03.2024. Wir schreiten schon wieder zu der Mitte des März und wir wollen uns natürlich hier am Morgen, wie gewohnt, mit unserem lieben DAX erstmal vorrangig beschäftigen. Es muss allerdings natürlich auch in Richtung der US-Märkte mal geschaut werden, denn wir hatten ja gestern Wirtschaftskennzahlen in den USA. Nochmals Inflationsdaten. Nach den CPIs, die wir diese Woche schon bekommen haben, gab es gestern die Produzentenpreise, die dort ebenfalls eher in Richtung Norden tendierten. Wir hatten das Ganze dann auch schon eingenordet und meine Vermutung, dass das Ganze nicht ganz so positiv aufgenommen wird von den US-Märkten, hat sich dann bewahrheitet. Die sind dann direkt mit der US-Markteröffnung erstmal wieder Richtung Süden abgetaucht, sozusagen, und haben auch den DAX ein wenig mit nach unten gezogen. Allerdings, nach wie vor merkt man, der DAX ist relativ stabil daherkommend. Und wenn man da auf das charttechnische Bild schaut, ist der noch gar nicht so angeschlagen wie vielleicht der ein oder andere US-Markt. Wobei man da ja auch sagen muss, die stehen ja ebenfalls noch auf einem relativ hohen Niveau. Aber so ein bisschen Druck auf der Abwärtsseite war da zumindest, ja, auch charttechnisch ein wenig mehr da. Wir versuchen das Ganze natürlich für den heutigen Freitag auch einzunorden. Auch heute kommen nochmal Wirtschaftskennzahlen heraus, die aus meiner Sicht nicht ganz so wichtig sind wie die Zahlen, die wir da diese Woche schon hatten. Nichtsdestotrotz kommen da Zahlen. Schauen wir auch gleich nochmal rauf und ja, norden das Ganze ein wenig für unseren lieben DAX am Vormittag erstmal ein. Bevor wir das tun, wie gewohnt, der Risikohinweis an dieser Stelle. Lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen, wenn ihr weitere Fragen zu Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFD habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, switch mal rauf auf den Webinare und Eventkalender und ihr seid recht herzlich dazu eingeladen, natürlich auch heute mit im Live-Trading mit dabei zu sein. Heute wird es ein bisschen technischer. Heute schauen wir gar nicht so dermaßen auf die Märkte drauf, um dort nochmal die ein oder andere Idee zu kreieren oder eben auch den ein oder anderen Punkt etwas detaillierter zu besprechen. Sondern heute wird es technisch. Der MetaTrader wird ein wenig im Fokus stehen und mein Trade Guard, meine Möglichkeit, ein wenig besser und einfacher und ja, vorteilhafter zu traden. Darum wird es heute gehen mit dem lieben Marco, meinem Programmierer, und da werden wir das Ganze mal zeigen. Wie sind da aktuell, wie ist da der Stand der Dinge? Wir sind ein wenig vorangeschritten. Den letzten Point kenne ich jetzt auch noch nicht, also wird der Marco uns da heute abholen und mal ein wenig drüber sprechen, was dort technisch möglich ist mit dem MetaTrader und was man so sich da als Helferlein durchaus programmieren lassen kann und am Ende vielleicht auch ein bisschen besser zu traden. Natürlich auch für euch sehr, sehr interessant. Kommt einfach mit rein. Heute Live-Trading Room um 10 Uhr. 14 Uhr gibt es natürlich die US-Opening Bell, wo wir natürlich auch am Freitag heute dann eben auf die US-Markteröffnung schauen werden. Gehen wir auf die Wirtschaftskennzahlen drauf. Bevor wir auf die gestrigen gehen, mal kurz der Hinweis für die heutigen. 13.30 Uhr und 15 Uhr kommen heute nochmal Zahlen heraus. Empire State Manufacturing Index und Uni-Michigan Verbrauchervertrauen kommen beide samt heute heraus. Beides allerdings, muss man sagen, jetzt nicht so extremst kriegsentscheidend. Das ist eher so, naja, da muss man so ein bisschen, also der einzelne Wert dieser Zahlen ist mitunter nicht ganz so wichtig, sondern eher die grundlegenden Tendenzen. Gerne dazu dann eben vielleicht eben, ja gut, um 13.30 Uhr, die sind dann heute um 14 Uhr schon durch, und die Michigan Verbrauchervertrauen kommt dann eben nach der US-Opening Bell, wenn wir dort eben heute uns dann ja nochmal am Nachmittag getroffen haben. Von daher achtet ein wenig drauf, 13.30 Uhr, die Zahlen kommen raus, das kann ein bisschen Bewegung mit sich bringen, aber im Kontext dessen, was da gestern kam, im Kontext dessen auch der generellen Sentiments, der charttechnischen Lage, sollten diese, naja, ich will mal vorsichtig behaupten wollen, nicht ganz so wichtig sein, wie zum Beispiel gestern. Gestern haben wir nämlich die PPIs nochmal bekommen und entsprechend auch die Einzelhandelsumsätze. Und wir hatten ja gestern schon darüber gesprochen, eigentlich war das Ganze wieder so ein bisschen undankbar. Inflation nach oben, das hatten wir mit den CPIs ja schon so ein bisschen, das wurde jetzt eigentlich mit einem dicken, fetten Marker nochmal unterstrichen. Man hat das dann eben auch gestern gerade im Dollar gemerkt. Der hat natürlich eben auf Basis dieser Zahlen dann eben durchaus gestern nochmal ein bisschen Stärke bekommen. Wir hatten das hier gestern auch so ein wenig kreiert im Devisenradar, dass das idealerweise vielleicht sogar so passiert. Und jetzt sind wir dort, wo ich gestern sagte, da wäre es cool, wenn wir da hinkommen. Somit schauen wir natürlich auch gleich mal auf den Euro-US-Dollar nochmal drauf und gucken mal, ob man daraus vielleicht auch noch was machen kann. Und entsprechend die Indizes haben das Ganze dann gestern leicht negativ, muss man an der Stelle sagen, aufgenommen. Aber da wir eben eigentlich die Einzelhandelsumsätze wiederum so ein bisschen positiver hatten, also positiv in Anführungsstrichen, ja, ist das Ganze ja so ein bisschen relativ ja gestern zu betrachten gewesen. Und ich habe jetzt auch von meiner Seite ja nicht so das Extrem daraus erwartet. Nichtsdestotrotz, so ein bisschen angeschlagen sind wir.
führt auch dazu, dass wir so ein leicht angeschlagenes Setup oder die Ideen gleich für den DAX mal ein wenig aufbauen. Schauen wir auf die Headlines drauf. Ja, man liest natürlich, dass im Endeffekt die Verbraucher, also gestern diese PPIs entsprechend, die den Markt ein wenig nach unten gedrückt haben, weil sie überraschend nach oben gingen. Das war ja der Punkt, den wir gestern auch beleuchteten. Und sie waren ein ganzes Stück weit überraschend nach oben gelaufen. Ansonsten finden wir erstmal übergeordnet nicht so nennenswert viel. Am Wochenende kommt ja jetzt die Wahl in Russland. Das wird nochmal auch zukünftig entscheidend sein, denn Wladimir Putin beschwichtigte ja jetzt in den letzten Tagen so ein wenig. Man hatte auch so das Gefühl, naja, wir hatten sogar etwas von Friedensgesprächen gelesen, dass er zumindest grundlegend bereit wäre. Gut, sowas hatte er auch schon vorher immer mal so zumindest im Ansatz irgendwie so in diese Richtung tendierend geäußert. Allerdings seine Bedingungen natürlich eben weit weg der man ja sich vorstellenden Realität. Das wurde ja ebenfalls ja nochmal von ihm so ein bisschen unterstrichen und er hat natürlich auch nochmal hervorgehoben, guckt mal hier, was der Krieg uns hier in Russland jetzt auch so langsam an Wirtschaftsaufschwung geben kann und gegebenenfalls auch gibt. Gut, diese Sachen muss man ein wenig in Anführungsstriche setzen. Was für mich jetzt wichtig ist, ist, er wird, denke ich, unumstritten erneut in die nächste Amtszeit gehen. Ich glaube, 6 Jahre würde das dann erneut für Wladimir Putin in Russland bedeuten. Und die Frage ist jetzt, wenn er da gewählt wurde, wie geht der Ton danach weiter? Ja, man liest jetzt, ja, wir dürfen Russland nicht gewinnen lassen, Waffen für die Ukraine, wenn er in der Ukraine gewinnt, dann ist Europa als nächstes dran, Macron, der französische Präsident dort ganz weit voranschreitend bezüglich dieser Äußerungen und das wird auch interessant werden, durchaus für die nächsten Wochen, muss man sagen, wie es da weitergeht, ob es dann eben wieder verschärft wird, ja, und dann ist das natürlich auch ein Punkt, der für uns gegebenenfalls wichtig werden könnte, ist allerdings jetzt für den heutigen Tag erstmal meines Erachtens nach nicht so interessant. Das war dieser Punkt bezüglich dessen. Wenn man über Bloomberg rübergeht, liest man da eben auch einiges über Wladimir Putin und über die Thematik jetzt am Wochenende und ja, auch so ein bisschen so ein paar Einzelheiten, die man dort sich erlesen kann. Dann geht es auch einiges, geht es um die EZB, dass dort jetzt quasi ja auch so eine Art Soft Landing erreicht wurde, wobei dieses Soft Landing ein wenig anders soft ist als entsprechend in den USA. Die stehen da doch immer noch ein bisschen besser da als wir hier in der Eurozone. Nichtsdestotrotz Zinssenkungen durchaus zu erwarten sind, allerdings in Richtung ja, Mitte des Jahres. Aber ähnlich läuft es auch in den USA. Von daher ist jetzt hier eben so eine leichte Schwäche, das hatten wir eh schon angenommen, für den Euro an sich eben ja grundsätzlich zu erwarten. Die Frage ist jetzt, wie geht die Annahme bezüglich des Dollars weiter? Da schauen wir auch gleich nochmal drauf, um eben auch die Kombination Euro-US-Dollar so ein wenig mit ins Kalkül zu nehmen. Und da hatten wir ja gestern, wie gesagt, ein wenig Stärke in Richtung des Dollars und somit der Euro-US-Dollar gestern eben natürlich, das hatten wir aber auch besprochen, dass das so kommen kann, in Richtung Süden. Reuters, ähnlich wie bei Bloomberg, man liest auch über Donald Trump immer weiter nach unten, nicht über Donald Trump, über Wladimir Putin, aber hier ist natürlich Donald Trump ein wenig im Fokus und hier habe ich heute Morgen auch etwas gelesen, wenn Donald Trump, und das hatten wir ja auch quasi immer mal schon wieder so ein wenig beleuchtet, es ist diskutabel, jetzt da, wie man jetzt davon oder selbst so seine Meinung bezüglich Donald Trumps hat. Ich versuche mir persönlich ja immer wenig eine Meinung zu bilden, sondern vielmehr das wirklich aus Börsensicht zu betrachten. Und man muss eben ganz klar sagen, Donald Trump ist aus Börsensicht gar nicht so schlecht. A, für Volatilität gut und B, hat er natürlich eben auch wirklich einen Fokus auf die USA und da wir ja auch handeln in den USA und entsprechend natürlich der DAX auch irgendwo bis zum gewissen Grad zumindest auch an den USA dranhängt, ist das natürlich mitunter grundsätzlich erstmal nicht ganz uninteressant und gerade was den Dollar betrifft, wäre es durchaus möglich, dass durch die Wahl und sich das quasi zeigen, dass Donald Trump da gute Chancen hat. Er ist zwar noch ganz knapp, wohl habe ich heute Morgen gelesen, hinter Joe Biden aktuell, aber das kann sich ja schnell ändern. Und Donald Trump wäre da zum Beispiel für den Dollar etwas Gutes. Ja, ist allerdings natürlich etwas, was nach vorne raus jetzt erstmal zu betrachten ist. Und ja, fällt mir nur ein oder vielmehr ein, wenn ich das Bild hier sehe. Da geht es zwar um China in der Headline, aber ja, das jetzt kurz zu Donald Trump. Gehen wir kurz auf die Thematik der Zinsen, der Erwartungen, was der Markt erwartet, was sich bezüglich der eventuellen Zinssenkungen in den USA ergibt oder ergeben hat. Schauen wir kurz auf diese prozentualen Verteilungen, die mittlerweile ein paar Tage her sind. Ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube Dienstag oder so war das, oder Montag oder Dienstag, da haben wir noch hier ganz rechts 33,7% und links 8,8%. Jetzt aktuell haben wir hier auf der rechten Seite 40% und 5,3% in der Mitte, das, also 5,3% ganz links, in der Mitte, das hat sich nur minimalst nach oben auch noch verändert. Für mich wichtig, hier rechts, ja, da sind wir dann eben doch wieder ein paar Prozent nach oben gelaufen, sprich die Tendenz nach wie vor ganz leicht bezüglich der Marktannahme nach rechts laufend. Da hatten wir ja gestern das Ganze auch schon eingenordet, dass das eben schon
auch einen Punkt mit sich bringen kann, der zum Beispiel für so eine Situation wie gestern führt. Wenn dann noch ein, zwei Punkte mehr mit hinzukommen, dann kommen eben auch mal Bewegungen auf der Abwärtsseite, die durchaus dann eben auch interessant werden könnten, aber eben noch nicht übertrieben, weil hier ist es eben nur um ein paar Prozent nach oben gegangen und wie gesagt, die Zahlen gestern, die waren auch so ein bisschen durchwachsen und somit war ja auch die Annahme, dass es zwar nach unten gehen kann, aber höchstwahrscheinlich erstmal nicht im extremen Crash endet. Ein bisschen Druck kam auf, aber wir haben ja gemerkt, so richtig dolle ging es am Ende gar nicht nach unten. Es war allerdings eben mal ein roter Tag. So, ne, die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen entsprechend ja auch ein wenig in den Norden gewandert. Auch das war ja so ein Punkt, wo ich sage, naja, der ist zwar übergeordnet, da gab es schon mal stärkere negative Korrelationen, aber entsprechend war es trotz alledem eben auch noch so ein Punkt, der gestern unter anderem mit dazu führte, dass es nach unten ging. Volatilität natürlich dann gestern leicht auf der Nordseite zu betrachten. Dollarindex, um vielleicht auch gleich den Euro nochmal ein bisschen mit ins Kalkül zu nehmen, Euro-US-Dollar mit ins Kalkül zu nehmen. 5 Tage. Moment, ich muss mal gucken, ob ich diesen schwarzen Balken da wegkriege. Nee, ich habe einen Plan B dafür. Ich habe nämlich einen Screenshot vorher gemacht. weil das immer so ein bisschen blöd ist. Ja, Dollar gestern merklich Stärke bekommen, klar durch diese nochmaligen Produzentenpreise, die zusätzlich zu den am Dienstag herausgekommenen CPIs ebenfalls eher gen Norden tendierten und somit eben die Wahrscheinlichkeit größer wurde, dass eben die nächsten Inflationsdaten ebenfalls nach oben laufen und somit bekam der Dollar gestern die Stärke. Hier ist jetzt wieder in Richtung der 3,50 fast unterwegs und da stehen wir jetzt aktuell, also in der Nacht ging es da eher auch leicht zumindest weiter Richtung Süden. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wo wir jetzt im DAX stehen, erstmal ganz kurz der Blick auf den DAX, der bekam, nachdem er allerdings gestern erneut All-Time-Highs ausbaute, das darf man an der Stelle im DAX ja nicht vergessen, wenn wir das hier oben nochmal markieren, das waren ja erneut All-Time-Highs, also wir haben jetzt fast hier so nach dem Motto, jeden zweiten Tag sprechen wir darüber, dass der DAX irgendwo neue All-Time-Highs ausbaut, die 18.000 ja mittlerweile erreicht hatte, gestern dann sogar in Richtung der 18.100 wanderte und jetzt aktuell eben wiederum knapp unterhalb der 18.000 steht. Das ist natürlich im übergeordneten Bild enorm stark nach wie vor, muss man wirklich sagen. Und wir hatten ja diesen Bereich hier unten herausgearbeitet als nächsten Bremsbereich. Der war ja ein bisschen größer. Und ihr seht jetzt, dass das mitunter auch manchmal Sinn macht, gerade aus charttechnischer Sicht, dann eben auch mal einen Bereich etwas größer zu sehen. Denn wir sehen, wie der sich gestern hier wirklich reinschraubte in den Bereich und am Ende diese Zone wirklich eben aufhielt und auch aktuell noch aufhält. Wir sind hier rein, ne? Leichtes nach oben, nochmal rein, nochmal nach oben, nochmal rein, wieder nach oben. Jetzt tendieren wir hier knapp oberhalb ein wenig seitwärts. Das ist natürlich übergeordnet immer noch ein ordentliches Stärkesignal. Das darf man wirklich nicht vergessen. Und wenn wir jetzt gleich über Möglichkeiten abwärts sprechen, ist das immer noch im Kontext zu sehen, dass wir enorm stark sind. Aber, wie gesagt, die US-Märkte drückten dann schon so ein Stück weit nach unten. Gerade wenn wir gleich auf den S&P schauen, der steht auch noch oberhalb einer nicht ganz unwichtigen Area. Wenn er da unterrutscht, wäre es möglich, dass auch der DAX zumindest im Ansatz so ein bisschen schwächer erfährt heute und eben aus meiner Sicht auch Möglichkeiten, vorsichtige Möglichkeiten bezüglich eines Shorts durchaus erstmal grundsätzlich gegeben sind. Wir gehen gleich nochmal ins Detail bezüglich des DAXes, fliegen allerdings nochmal ganz kurz auch über die US-Märkte drüber. Auch hier nochmal das große Bild. Gestern hier oben ein roter Zacken nach unten im Dow Jones. Das hier oben, ne? Auch nochmal die Hochs mehr oder weniger angelaufen, nicht überschritten, da kann man jetzt nicht merklich drüber sprechen, aber angelaufen. Und dann gab es ja im Prinzip auch erstmal Tendenz auf der Südseite und auch hier haben wir eben den einen oder anderen Bereich zumindest so ein Stück weit erstmal unterschritten gehabt und sind jetzt auch in einer leichten Erholungsphase. Im übergeordneten Kontext ist natürlich auch hier die Aufwärtsseite nach wie vor aktiv. Gleiches gilt, wenn man sich den S&P 500 anschaut. Auch der hat gestern einen Knacks nach unten bekommen, aber das ist eben jetzt der Punkt. Wir hatten uns ja gestern so ein paar Bereiche zurechtgelegt und was wir gestern nicht machten, ist, dass wir uns unterhalb dieser Zone hier, wo wir uns jetzt aktuell wirklich lang hangeln, auch auf der Unterseite nochmal zu gucken, wo kommt das nächste. Beziehungsweise ist es ja so, dass der, also meine Gedanken auch zu Bereichen und so, das ist ja immer aufeinander aufbauend. Und wenn ich dann eben mal vergesse oder es eben in dem Moment nicht erwähne, dass es ja auch noch ein Leben nach gewissen Bereichen gibt, ja, wenn wir das ja gestern quasi so als eine Zone irgendwo klassifiziert hatten, wäre natürlich der nächste Gedanke, okay, was wäre da drunter, wo kommt der nächste Bereich? Und wenn man jetzt hier mal schaut aus der Vergangenheit, und das ist dann ja so, dass Bereiche aus der Vergangenheit natürlich auch noch eine Relevanz für die Zukunft haben. Und da galt es ja dann eben mal zu schauen, okay, was kam denn da als nächstes? Da war das dann zu werten, das ist jetzt die Mitte aus der Zone und dieser Bereich hier. Das war so das, was zumindest erstmal quasi aus der Vergangenheit kam. Das gilt es natürlich, und das haben wir eben gestern nicht gemacht, das gilt es entsprechend immer nochmal situativ ein wenig anzupassen. Wie gesagt, das hatten wir gestern nicht gemacht.
Aber wir sehen, dass diese Zone im Großen jetzt quasi dann eben auch gestern den Markt aufhielt und dann entsprechend erstmal auch hier wieder ein wenig Stärke reinkam. Den will ich mir nochmal ein bisschen genauer mit euch anschauen, hier den S&P 500. Denn wir sehen, dass dieser Bereich von gestern jetzt auch gerade in der Nacht wirklich markant erstmal hält. Und solange wir da drüber bleiben, muss man ein wenig vorsichtig sein bezüglich der Abwärtsseite. Beziehungsweise, wenn jetzt der DAX nach unten abgibt, das schauen wir uns gleich an, und entsprechend vielleicht auch wirklich den nächsten Bereich anläuft, der S&P 500, der hält sich allerdings hier noch irgendwo, der kann von mir aus auch mal kurz hier drunter laufen, aber er ist quasi nicht hier drunter, unter dieser Zone, dann ist das für den DAX auch durchaus ein Punkt, wo ich sage, okay, wenn der abgibt, könnte man sich auch einen Long suchen. Gibt auch der S&P nach, gibt vielleicht im Kontext dessen dann auch weiterhin der Dow Jones nach. Meistens zieht sich das ja dann gleich. Ne? Wir sehen im kleineren Bilde vielleicht im Dow Jones ebenfalls. Gehen wir kurz auf den 15-Minuten-Chart und baut sich kurz auf. So, ne, sehen wir jetzt hier auch quasi ein Unterlaufen. Auch hier ist es ja der Bereich, der große, der von links kommt, der jetzt quasi erstmal hält. Das ist ja meistens so, dass das quasi immer so ein bisschen einhergeht. Nasdaq nach wie vor schwächer, ja, also von den drei Indizes. Der schwächste, das hatten wir eh auch besprochen, dass da eben die Short-Seite, wenn dann wahrscheinlich eben, ja, ausgeprägter sein wird, beziehungsweise im Kontext des gestrigen Tiefs, die Nasdaq halt am tiefsten steht. Aber auch hier sind wir, wenn man mal ganz nach links schaut, ne, da kommt hier ebenfalls eben die nächste Auffangzone, die gestern sogar so ein Stück weit nochmal überschritten wurde. Das war der Bereich hier aus der Vergangenheit. Und da hängen wir ebenfalls, ne, wir haben ja nicht 100.000 Bereiche immer drin, sondern das ist eben eine Handvoll, mit denen wir so arbeiten können. Und auch dort hängt die Nasdaq fest. Sprich, man hat quasi jeden Markt so ein wenig in einem interessanten Bereich drin. Und solange die US-Märkte drüber bleiben, ist das für den DAX meines Erachtens nach natürlich auch erstmal so ein Punkt, wo ich sage, wenn der jetzt abgibt, wäre es zumindest erstmal, bleiben wir vielleicht erstmal bei der Long-Seite, durchaus etwas, ja, wir haben jetzt gestern den Tagestiefbereich hier. Was jetzt passieren kann, ist, dass er nur nochmal daran läuft, vielleicht sogar nochmal leicht unterschreitet und sofort nach oben läuft. Auch das wäre etwas, was ich jetzt nicht eingezeichnet habe, aber was ich jetzt vielleicht schon mal erwähnen wollen würde. Das wäre schon auch etwas, was ich zumindest mir anschauen würde, gerade dann eben auch mit dem Blick wirklich in Richtung der US-Märkte, wenn die im Moment fast gar nichts machen da unten. Wäre auch das schon eine Möglichkeit, wo der DAX zumindest erstmal in Richtung Norden drehen kann. Idealerweise war er dann allerdings nicht vorher hier oben in dieser Zone, denn dieser Bereich hier, Moment, den machen wir mal blau. Blau, 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 blau. Das hier oben, ja. Da war er dann vorher idealerweise nicht. Also er sollte dann idealerweise direkt abgeben. Nichtsdestotrotz, das ist schon etwas. Aber dann eben interessanter meines Erachtens nach wäre eine Stufe tiefer. Ich messe das gleich nochmal. Das kommt dann kurz vor den Toren der 850 hier unten. Dieser Bereich wäre dann eben erneut ebenfalls ein Gedanke wert, mal in Richtung Long zu ticken. Ne? Weil ich dann eben, wir haben quasi immer noch im DAX dieses positive Sentiment. Wir stehen charttechnisch immer noch sehr, 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 sehr positiv da. Die US-Märkte sind zwar ein bisschen gestern nach unten gekommen, aber wie gesagt, so richtig stark abwärts war das gestern nicht. Es kann natürlich weiterhin zu Abgaben führen, aber dann müssen wir halt immer gucken, was macht der Markt und dann eben entsprechend darauf reagieren. Sprich, das wäre auch noch interessant. Für beide Fälle gilt, gerade wenn wir vorher noch nicht waren, dass der Bereich hier oben durchaus als ein Zielbereich gilt. Das ist so die Marke, naja, kurz vor der 18.000 oder die 18.000. Und da haben wir dann eben in beiden Fällen, hier haben wir so eine Chance von 80, 90 Punkten. Hier unten wäre es sogar noch etwas größer mit der Chance nach oben. Also das ist schon okay, ne? Da kann man schon ein bisschen was draus machen aus der Situation. Vice versa allerdings, weil halt der DAX gestern noch ein bisschen stabil war, die US-Märkte quasi ja trotzdem irgendwo so ein bisschen abgegeben haben, könnte ich es mir auch vorstellen, dass wir hier oben in dieser Zone hier, das haben wir in der Nacht schon mal kurz angelaufen, da sieht man so einen kleinen Spike nach oben. Und das ist quasi auch, wenn man so ein bisschen sich mit dem Volumen-Profile beschäftigt, ist das quasi auch der POC dieser kompletten Zone hier oben. Und das wäre natürlich auch etwas, bisschen schief gezeichnet, was dann eben auch zur Abwärtstendenz führen kann. Man muss in dem Fall jetzt allerdings aufpassen, wir haben hier jetzt erneut so ein bisschen so eine Sammelzone. Das kann auch dann, wenn er von oben kommt, erstmal so ein bisschen zu einem Bremsen führen, ja, vielleicht sogar zu einer Möglichkeit, das Ganze hier oben konservativ anzugehen bezüglich eines Shorts. Und ja, idealerweise rutscht er zumindest ein Level tiefer und sieht dann entsprechend Ziele wie die in etwa 910 beziehungsweise dann eben in den Bereich 850. Das wäre natürlich dann, ne, das sind ja unsere Levels, wo man eben auch mal wiederum in Richtung Drehung Norden gucken kann, wäre es natürlich dann vice versa dann eben auch ein Ziel in Richtung dieser Bereiche auf der Short-Seite zu handeln. Je nachdem, was zuerst kommt so ein bisschen, wären das so meine Gedanken, wo ich denke, da wäre auch wirklich ein
wirklich ein Potenzial, dass auch entsprechend die Bewegung von gestern oder generell die Volatilität auch wieder so ein bisschen zumindest loslegt. Wir haben eine durchschnittliche ATR aktuell wieder von 132 vorgestern oder gestern, wo wir das letzte Mal den Wert anschauten, waren wir bei 120, also da sind wir ein bisschen steigend. Und wenn wir zumindest in etwa diesen Durchschnitt treffen hier, ja, von 130 in etwa, sind beide Szenarien völlig realistisch. Eines noch an der Stelle, wenn wir im DAX spätestens hier drüber kommen, nichts mehr mit Short. Und wenn wir hier drunter kommen, nichts mehr mit Long. Ja, weil dann wäre es möglich, dass dann doch ein bisschen die Richtung ein bisschen klarer wird. Und gerade im DAX, da haben wir eben ja diese letzte etwas schärfere Aufwärtsbewegung. Wenn wir hier drunter rutschen, dann ist zumindest auch die Möglichkeit da, dass wir auch schnell dann in Richtung der, ja, 780 in etwa laufen. Und auch darunter, das ist so der nächste kleinere Auffangbereich hier. Und darunter kann es dann auch sein, wenn es wirklich mal ein bisschen ins Rutschen kommt. Wir haben heute auch den Verfall. Ne? Und das kann schon sein, Hexensabbat, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht, gestern. Aber entsprechend dieser Kontext dessen, ja, dieses Verfallstages, das kann schon dazu führen, dass eben schon auch ein bisschen mehr Volatilität aufkommt. Und auch so ein Rutschen nach unten durchaus stattfinden kann. Auch wenn man jetzt makroökonomisch sagt, das kann alles sein, ja, gerade an so einem Tag dann eben auch wie heute. Von daher sage ich mir dann, okay, ich bin dann halt ein bisschen piano unterwegs, was dann eben diese, ja, dann in den Situationen würde man ja wirklich gegen jeweils den Tagestrend stark gehen und das würde ich mir dann kneifen entsprechend, ja. Gut, Euro-US-Dollar vielleicht nochmal ganz kurz, auch den nochmal ins Kalkül ganz kurz genommen. Hier ist allerdings erstmal nichts akut. Gehen mal kurz auf den 15-Minuten-Chart, gucken, ob das ausreicht. Ja, schieben wir sogar noch mal ein Stück weit zusammen. So, und zwar schaut euch gerne noch mal das Devisenradar von gestern an. Da hatte ich ja das ja, diesen Gedanken im Kontext relativ eindeutig kreiert, wie ich mir das Ganze im Kern vorstellen könnte. Und zwar hatten wir ja gestern im Prinzip noch mal Inflationsdaten. Und diese Inflationsdaten führten jetzt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit wiederum ein bisschen zunahm, dass die Inflation eben nicht so zurückkommt, wie es ja quasi die Fed sehen möchte. Und deswegen ging der natürlich auch erstmal in diesen Stärkemodus über. Übergeordnet allerdings werden wir nächste Woche ja Mittwoch eine Zinsentscheidung bekommen. Wir werden ein Statement bekommen und wir werden die Dotplots bekommen, also diese Economic Projections, wo diese Dotplots inkludiert sind. Und entsprechend daraus ist wirklich sehr, sehr wichtig, wie diese Dotplots unter anderem ausfallen. Und wenn die eben nach wie vor, weil ich sage mal, die Inflation kommt ja trotzdem irgendwo zurück und es ist auch möglich, dass die weiter zurückkommt, auch wenn jetzt diese Datenpunkte jetzt diese Woche irgendwo so ein bisschen wiederum ein leichtes Steigen signalisierten, es ist ja trotz alledem so, dass die Fed ja darüber nachdenkt, die Zinsen zu senken. Und wenn das dann eben in die Richtung geht, okay, passiert, dann heißt das ja am Ende wieder Schwäche für den Dollar. Und hier haben wir zumindest eine Zone, ja, die dazu führen kann, auch im übergeordneten Bild, dass wir jetzt quasi aus diesem Bereich, das kann auch sein, dass sich das heute eben nochmal vielleicht auch noch ein bisschen runter, ne, das kann verschiedenste Bewegungen jetzt hier nach sich ziehen, aber idealerweise kommt so etwas, wir bleiben in diesem Bereich, es baut sich etwas auf, wo der Markt sich fängt und dann macht es Sinn, ja, man muss gucken, ob man das heute macht, weil wir haben immer das Wochenende vor der Tür, aber vielleicht direkt am Montag oder Dienstag, dass man vielleicht Möglichkeiten bekommt und sich dann schon vielleicht bis zur Zinsentscheidung der Markt ein bisschen nach oben bewegt, ja, und dann man vielleicht wirklich eine gute Grundvoraussetzung hat und wenn dann wirklich die Signale kommen, okay, Zinssenkung wird wahrscheinlicher, vielleicht auch zeitnah wahrscheinlicher, dann wird eben das Ganze wieder in Richtung Norden laufen, also nicht wird, ja, können nie hell sehen, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass es dann passiert und dann haben wir jetzt gerade in diesem Bereich hier vielleicht die Möglichkeit, da nochmal reinzukommen in den Euro-US-Dollar, also, ne. Und von daher schaue ich da drauf, so rutschen wir allerdings nach unten durch diesen Bereich, dann erstmal vorsichtig bezüglich dieser Idee. Denn ja, entweder schnappen wir es uns dann heute, je nachdem, was bis heute Nachmittag 14 Uhr passiert, schnappen wir uns den heute Nachmittag nochmal oder dann eben am Montag, DAX Long oder Short, Trading Wochenanalyse am Wochenende. Da haben wir ja dann nochmal Möglichkeiten, das auch nochmal definitiv mit ins Kalkül zu nehmen. Somit, ich wünsche euch erstmal einen wunderbaren Start in den Tag, geht ja bald los. Und dann hören wir uns um 10 mit dem lieben Marco im Live-Training-Room und wie erwähnt natürlich dann auch um 14 Uhr mit der US-Opening-Bell mit dem Update für die dann bevorstehende US-Markteröffnung. Ich wünsche euch einen wunderbaren Handelstag. Bis dahin euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao. Tschüss. JFT, just fair and direct.